Twitter-App Leite Fürdens. Die Norddeutschen verlieren völlig überraschend beim Tabellenletzten. Fortuna Düsseldorf holt sich einen Sieg in Unterzahl und beendet eine Negativserie. Am Montag kann es seinen neuen Tabellen. Würzburg Deutsche Presseagentur im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat sich der Hamburgers freiem Tabellenletzten. Würzburger Kickersblatt. Der Spitzenreiter verlor verdient 2 Doppelpunkt 3-0 zu 2 gegen Indeas Schlusslicht und könnte im Montag von Platz 1 über weites Recken. Es hier ist viel zu wenig gewesen. Das müssen wir uns ankreiden, sagt das Kapitän dem Leibold bei Sky und sprach von fehlender Einstellung. Trainer Daniel Thun stellte fest, diese Niederlage war überflüssig und tut weh. Absteiger Fortuna Düsseldorf besiegt ihn Sonntag im Duell der ambitionierten Ex-Bundesligisten zu Hause und in Unterzahl. Hannover 96 ebenfalls 3 Doppelpunkt 2-1:1. Die Rheinländer haben nun 6 Punkte Rückstand zu den Aufstiegsrängen, die Hannoveraner 9. Dem 1 Punkt Nürnberg gelang beim favorisierten Karlsruhers mit dem 1 Doppelpunkt 0:0 ein Last-Minute-Sieg. Der wichtige Punkt-Time-Abstiegskampf bringt Holstein Kiel und die SBV GG Greuther Fürth haben am Montagabend 20.30 Uhr Sky die Chance, den SV von der Tabellenspitze zu verdrängen, wenn die beiden Verfolger zum Abschluss des 22. Spieltags aufeinandertreffen. Punkt Kiel hat so viele Punkte wie Hamburg 42, Fürth indes Aufstiegsanwärter VfL Bochum hat Team Freitag bei Erzgebirg U0:1 verloren und steht mit ebenfalls 42 Punkten vor dem Montagsspiel auf Platz. Die Hamburger verpassten in Würzburg eine frühe Führung, als Sunny Kittel einen Freistoß an den Pfosten setzt. Anschließend nahm das Unheil aus Sicht der Norddeutschen seinen Lauf, sodass das Team erstmal seit 11 Partien verlor. Martin Hasek 19, Douglas 30. und Patrick Sontheimer trafen zum 3:0:54. Jeremy Dudziak 72. und Bobby Wood 9 verkürzten nur noch Punkt. HSV Mittelfeldmann Amadou Onana sah in der Schlussphase gelb. Am kommenden Spieltag steht für das Derby gegen Fuchs. Pauli an. Der formstarke Kiez-Clubgeber nahm Samstag 3:2 gegen den Darmstadt 98. Für die Fortuna zuletzt fünfmal nacheinander sieglos verwandelte Ruven Hennings 28. einen Elfmeter zur 1:0 Führung. Florent Muslija gelang zügig der Ausgleich 37. Als er von Fortuna-Kipper Florian Kastenmeier angespielt. Aus Sicht der Düsseldorfer droht er das Spiel zu kippen. Florian Hartherz 45. musste mit Gelbrot vom Platz. Doch Treffer von Klaus 52. und Jukas Hintapelkamp 76. brachte in das Team von Uwe Rösler. Der eingewechselte Mikudra 79. schaffte er nur noch den Anschluss für 96 Punkte in Karlsruhe. Gab es in einem umkämpften Spiel wenig. Von den favorisierten Gastgebern kam bei frühlingshaften Temperaturen zu wenig. Für die Franken traf Mats Möller-Deli in der Schlussminute. Nürnberg hat jetzt 6 Zähler Vorsprung auf dem Relegationsrang 16 Punkte. Der Pfst bleibt 5. Punkt. Stürmer Guido Burgstaller von Pfst. Pauli setzte seine Torserie fort und schoss sein Team mit einem im Doppelpack zu einem Heimsieg gegen den Darmstadt 98. Die Kiez-Kicker gewannen 3:2:1:0 nach spektakulärer Schlussphase gegen die Hessen. Der Österreicher Burgstaller traf im 7. Spiel ins Ihre. Beiden Abstiegskandidaten Flossnabrück und Sandhausen zahlten sich die Trainerwechsel vorerst nicht aus. Osnabrück unterlag am Samstag dem 1-Punkt-Feidenheim zu Hause mit 1:2 und liegt in der Tabelle nur noch knapp vor der gefährdet. Sandhausen verlor trotz Führung beim Paderborn 1:2 und belegt nun Rang 17. Punkt. Am kommenden Sonntag treffen die beiden Clubs aufeinander. Neue Hoffnung schöpfte hingegen am Freitag Eintracht Braunschweig. Der Aufsteiger gewann 2:0 gegen Jan Regensburg und verbesserte sich auf Platz 6. Copyright-Symbol, Deutsche Presseagentur Infocom, Deutsche Presseagentur, 210-2199-53-2984-5 Tabelle 2. Bundesliga-Infos zu Düsseldorf gegen Hannover 96, Infos zu Karlsruhe gegen Nürnberg, Infos zu Würzburg gegen Hamburg, Rubriklistenbild, Copyright-Symbol, Dimsch.